Ja, willkommen zurück zu einem neuen Part von Octopath Traveler. Oh ja, nice. Beim letzten Mal habe ich gesagt, dass eigentlich jeden Tag was kommt, glaube ich, aber daran habe ich mich nicht so ganz gehalten. Tut mir leid, ich habe momentan wirklich viel zu tun. Aber ich habe wirklich richtig Bock auf dieses Spiel und deswegen machen wir einfach mal weiter. Wir müssen jetzt von diesem reichen Händler das Empfehlungsschreiben klauen. Und ja, das werden wir jetzt tun. Ein Brief gedacht nur für die wenigen Privilegierten, die sich das Vertrauen des Hauses Ravus verdienen konnten. Oder Ravus. Oder was auch immer. So, den haben wir uns jetzt einmal mal gesnatcht. Damit sollte ich hineinkommen. Ja, dann werden wir mal hineingehen. So, zum Haus Ravus oder Ravus. Weiß nicht. Ich weiß immer nicht, ob ich das jetzt alles auf Englisch oder auf Deutsch aussprechen soll. Weil englische Sprachausgabe, aber deutscher Text, das blowt mein Mind ein wenig. Wenn ihr hippen Kids von heute das so versteht. Ja. Ich muss mich ja auch an euch anpassen. Ja, ich meine, ich bin ja jetzt auch schon alt. Ja. Reden wir nicht darüber. Wir gehen jetzt einfach einmal zum Haus Ravus. Und dann sehen wir mal, ob wir einfach da ungeschoren davon kommen und einfach da reingehen. Also, ich weiß ja nicht. Da vorne sind 2 Wachen. Wenn ich sie täuschen kann, bin ich drin. Zeit, den Händler zu geben. Moin moin, Leute. Verzeihung, meine Herren. Ich möchte die Familie Ravus treffen. Würdet ihr mir bitte eine Ankunft melden? Meine Ankunft melden. So, Digi. Nein, heute empfangen sie niemanden. Also geh nach Hause. Also wo kam eine angemessene Art, einen Gast zu begrüßen? Bläh, 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 bläh. Vielleicht sollte ich es nochmal mal anders versuchen. Ihr müsst wissen, Leute. Es ist ultra spät. Und ich bin eigentlich saumüde, aber ich will wirklich mit dem Spiel weitermachen und vorankommen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen perplex und meine Stimme und generell mein ganzer Kopf spielt nicht mehr so ganz mit. Also, ich hoffe, dass in diesem Part noch nicht so viel gekämpft wird, denn das könnte ein bisschen kritisch werden. Erlaubt mir bitte, mich vorzustellen. Ich bin ein bescheidener Händler. Du, ein Händler, dass ich nicht lache. Man sollte niemand nach seinem Äußeren beurteilen. Tatsächlich war es sogar die Familie Ravus, die mich herbestellt hat. Und ich bezweifle, dass eure Dienste länger benötigt werden, wenn sie hören, dass ich abgewiesen wurde. Bestellt? Du? Glaubst du wirklich, dass wir diesen Quatsch ab... Glaubst du wirklich, dass wir diesen Quatsch hier abnehmen, hä? Ich vergiss schon die ganze Zeit, mit welchen Stimmlagen ich die alle gesprochen habe. Ich meine, es sind NPCs, aber trotzdem. Wenn wir nur ein Blatt für jeden Dieb bekommen würden, der uns ein Märchen auftischt, wären wir ebenso reich wie die Familie Ravus. Da das aber nicht der Fall ist, sind wir hier, um ihre Reichtümer vor Schwindlern wie dir zu schützen. Du hast wohl gedacht, du könntest uns an der Nase rumführen, was? Wenn du das nächste Mal bestellt wirst, solltest du an dein Schreiben denken. Geh weg. Oho. Ah, richtig. Er meint dieses Schreiben. What the? Nani? Wie bist du denn daran gekommen? Das muss eine Fälschung sein. Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Wenn ihr noch immer nicht überzeugt seid, kann ich wohl nicht mehr viel tun. Ich werde jetzt gehen, aber ich werde die Familie Ravus darüber informieren, was hier vorgefallen ist. Ich bin gespannt, wie sie auf diese Schädigung meines Rufes reagieren werden. Nani! Scheiß, bin ich schon wieder mit diesen scheiß Kopfhörern gegen dieses dumme Mikro gekommen. Und ich muss da noch richtig nah ran, denn letztes Mal hat sie übersteuert. Mimimi. Und boah.
Wartet her, wir tun hier doch nur unsere Arbeit. Ja. Ihr dürft hier rein. Ja, es war einfach. Vielen Dank, meine Herren. Nice, Slicer. Und da sind wir inside. Und jetzt beginnt der eigentliche Spaß. So, wie gehen wir hier vor? Ein offenes Fenster. Ich schleiche mich einfach durch dieses Fenster hinein. Okay. Ihr wisst nie, welche Gefahren auf euch lauern, also speichert möglichst häufig. Ja, das ist so ein Ding, weil wenn irgendwas mit einer Aufnahme falsch läuft, dann habe ich ein Problem, wenn ich das dann abgespeichert habe. Deswegen, ich glaube, mache ich mal 2 Speicherstände, oder? Ich denke schon. Nein, ich habe meine Pflicht nicht vernachlässigt. Ich war hier auf meinem Posten. Was hast denn du dabei? Süßigkeiten und eine Baumnuss. Ja, nehmen wir alles mit. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, ob wir jetzt irgendwie hier bestraft werden, wenn wir das tun. Keine Ahnung. Hallo? Hallo? Okay. Ein Breitschwert. Ja, der Dude kann ja auch Schwerter tragen, ne? Das ist einfach um einiges besser. Das ist richtig krass. Okay, da kommen wir nicht hin. Okay, dann gucken wir einmal weiter. Durch das Fenster will ich noch... Ach, komm schon. Also die Musik war nice. Das kann man schon mal sagen. Das hat sich irgendwie so angehört wie so ein Illuminaten-Zeug. Okay, da kann man wirklich nicht lang, oder? Nee. Unsichtbare Wände. I love it. Okay. Oh, ich weiß, wie sich das anhört. Dieses... Der Anfang von diesem Lied, dieses Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di, das hört sich richtig an, wie aus, was für ein Anime war das? Ich glaub Bleach, oder? So, wenn irgendwas richtig krasses gezeigt wird oder irgendwas Mysteriöses und dann kommt diese Melodie, also eine ähnliche Melodie auf jeden Fall. Ach, guck mal, da eine Laterne dabei. Okay, das ist cool. So, da kann man speichern. Wir speichern. Aber ich mache mir hier mal einen Speicherplatz. Und das oben ist immer nach jedem Part. Und unten ist dann, wenn man mal in einem Part irgendwas machen muss. Okay, es ist ein Dungeon. Und hier drin gibt es Kämpfe. Aber was für Kämpfe sind das nochmal? Zufallsgenerierte? Nee, zufallsgeneriert ist es nicht. Ich weiß nicht. Kampfgrundlagen 1. Bruch. Nutzt die Schwächen eures Feindes aus, um euch in der Schlacht einen Vorteil zu verschaffen. Okay, also der ist schwach gegen Dolche und dann, um dessen Schildpunkte zu reduzieren, bei 0 bricht der Feind. Okay. Fearin kann im Kampf Schwerter, Dolche und Feuermagie einsetzen. Wählt unter Angriff mit den Richtungsknöpfen die gewünschte Waffe aus, geht zu Dieb-Fähigkeiten und wählt Lauffeuer, um zu sehen, wie der Zauber wirkt. Okay. Da haben wir Dolch und Breitschwert. Dieb-Fähigkeiten, gucken wir mal. Stehlen. Schweren Feuerschaden. Ja, gucken wir uns das mal an. Das hat bestimmt wehgetan. Gut. Halt. Man sieht nicht, wie viel Leben der Gegner hat. Okay. Gehen wir mal mit dem Schwert vor. Und es ist... Okay, er ist gebrochen. Und es ist nicht so typisch. Also, es ist schon typisch. Aber jetzt nicht so rundenbasiert, dass einfach immer jemand angreifen darf. Es geht um die Agilität, um die Schnelligkeit. Das sieht man oben bei den Balken, okay. Geht in den Boost-Modus, um eure Kräfte zu erweitern. Brecht eure Feinde, um die Verteidigung stark zu verringern. Geht in den Boost-Modus mit der R-Taste und steigert die Wirksamkeit eurer Angriffe und Fertigkeiten. Ihr erhaltet einen Boost-Punkt pro Runde. Ihr könnt bis zu 3 Boost-Punkte einsetzen, um euren Charakter um 3 Stufen zu verbessern.
Wenn ihr den Boost-Modus nutzt, erhaltet ihr in der nächsten Runde keine BP. Out of my way. Also ich hatte gerade richtig Durst. Ich hol mir mal kurz was zu süffeln. Das Lustige ist ja, dass ich das alles hier uncut mache, das heißt, das ist jetzt einfach so ein Video drin hier, ne? Eigentlich ist das mega unprofessionell, aber ich bin auch nicht professionell, von daher ist das okay. Okay, also, boosten wir uns mal. Alter, geht er richtig ab. Es durchfließt mich. Feuerseelenstein, okay. Hat der Boost jetzt irgendwas gebracht oder bringt es wirklich nur bei normalen Angriffen was? Ich glaube, es bringt nur was bei normalen Angriffen. Okay, gehen wir mal mit dem Dolch an die ganze Sache ran. Und er ist schon wieder gebrochen. What the fuck, was bist du für ein Loser? Okay. Wo sieht man denn die Boost-Punkte? Ich habe sie irgendwie noch nirgends entdeckt. Ah, rechts oben, okay. Okay, wir haben 2 Boost-Punkte. Gehen wir mal mit hier dem... Don't start things you can't finish. Okay, das war krass. Also ich muss sagen, ich liebe rundenbasierendes Kampfsystem. Von daher, ja, klassische. Bleh, Alter, dieses. Mein Mund ist so trocken. What the fuck? Klassische RPGs sind einfach meins. Ja, das ist einfach meine Passion. Ja. So. Also wo müssen wir hin? Achso, wir könnten einfach auf die Karte schauen. Gibt es eigentlich so eine... Ja, das ist ja Weltkarte. Jetzt habe ich nicht geguckt. Verkleinern. Achso, da kann man ranzoomen. Aber noch näher geht nicht. Oder? Nee. Also die Musik ist richtig nice, muss man sagen. Okay. Doch, das ist voll Bleach. Das kann mir doch keiner sagen. Okay. Come on, I've got better things to do. Was? My turn. Was soll das sein? Was? Eisentine. Was? Eisentine. Was? Ein Eisentinel. Okay. Ich habe absolut keine Ahnung, was das sein soll. Also es sieht halt aus wie so ein... wie so eine Lampe mit... zum Axtkopf? Ich hab doch keine Ahnung. What the fuck? Das ist abgefuckte Scheiße. Was macht eigentlich mehr Damage? Der Dolch oder das Schwert? Gucken wir mal. 32. Wie viel hat das Schwert gemacht? Eisgranate. Okay. Okay. Also 32 und jetzt 44. Okay, es macht schon mehr Damage. So, und jetzt gehen wir auf den vollen Boost. Und damit ist er down. Level up. Oh, nice. Okay. Okay. Der Übergang ist interessant. So. Anregende Pflaume. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, was ich von dem halten soll, dass in einem Dungeon einfach immer irgendetwas auftauchen kann, so wie jetzt. Ich meine, es gehört dazu, klar. Okay, wir regenerieren, ja gut, wir hatten Level-Up, vielleicht deswegen. Aber, irgendwas wollte ich sagen. Ja, dieses, zufällig auftretende Gegnergeschwür, was da immer kommt, ich weiß nicht, was ich dafür halten soll. Ich meine, das fand ich früher schon nicht so nice. Und, ja, natürlich haben sie es übernommen und es ist wirklich nicht schlecht, da kann man nichts sagen. Aber es war auch schon damals nervig. So, jetzt stirbt. Okay, du bist nicht gestorben, aber du hast einen Bruch erlitten, deswegen bist du jetzt down. Okay. Alter, ich krieg Kopfschmerzen. Ich habe schon den ganzen Tag so richtig harte Kopfschmerzen. Aber, Leute, wir haben ja jetzt Zeit, ein bisschen zu reden. Ja. Jetzt ist so der Augenblick gekommen beim Let's Player, wo er sich beweisen muss. Ja, nämlich die Story in unrelevanten Dinge hier, die muss man einfach mit Humor und
Ja, genau. mit Humor und mit Commentary einfach überdecken, ja. Und sowas können gute Let's Player und ich muss sagen, ich bin kein guter Let's Player. Von daher, ja, müsst ihr euch jetzt entweder damit abfinden oder ich bin auch kein so schlechter Let's Player. Und ich unterschätze mich hier gerade, weil ich bin eigentlich. Ja, keine Ahnung. Warum rede ich eigentlich über so einen Mist? Ist doch scheißegal. Ich meine, ich mache das hier nur zum Spaß und ja. Ist das egal eigentlich? So, ich hoffe, hier gibt es nicht allzu viele Rätsel, denn Rätsel bedeutet, dass wir viel rumlaufen müssen. Ja? Und viel rumlaufen heißt viele 800 Octopathsche Einheiten. Rumlaufen heißt sehr viele Gegner. Mir fällt irgendwie immer die ganze Zeit dieses Wort nicht ein. Es sind keine NPCs, es sind. Ich weiß es wirklich nicht. Out of my way. Okay, also wir kriegen anscheinend wirklich immer unsere Werte wieder voll nach jedem Kampf. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich frage mich ja eigentlich, ja, wir kriegen schon noch Gefährten. Mal gucken, ob das die Gefährten sind, die ja, quasi die anderen Traveler darstellen oder ob das einfach Nebencharaktere sind. Ne? Das wäre natürlich jetzt interessant zu erfahren. Ein Eisseelenstein. Nice. Aber das macht keinen Damage. Hm. Ja, wir sollten vielleicht mal auf den Boost gehen, ne? What the fuck? Okay, okay. Whoa! Also man muss schon sagen, der Boost sieht schon richtig nice aus. Also, das ist schon wirklich cool. Muss man so sagen, das ist cool. Bin ich ein großer Fan von. Bin ich ein sehr, sehr großer Fan von. Okay. Und anklicken kann man hier auch nichts. Hm. Man kann auch gehen, ja. Ob gehen irgendwas bringt, also vielleicht kommen dann weniger Gegner oder so, man weiß es nicht. Oder doch nicht. Ach, wahrscheinlich, während man läuft, ja, werden die Werte regeneriert oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Da kann ich wirklich nichts dazu sagen. Tut mir leid, Leute. Ich bin kein großer Experte auf dem Gebiet. So, zerstören wir ihn. Und trinken ein Schlückchen Fluid Water habe ich. Nee, Fluid Ice habe ich es mal genannt. Und es ist einfach nur Wasser. Nice, oder? Mein Gott, bin ich lustig. Ah ja, ich bin sehr lustig. Okay. Eigentlich wollte ich hinter dem mal. Nee, man kann wirklich nichts anklicken. Kann man sich ins Bett legen? Nein. Okay, aber hier ist eine Truhe. Eine Heiltraube. Gucken wir mal unsere. Nee, jetzt haben wir uns wieder nicht regeneriert. Sehr seltsam. Okay. Dann gönnen wir uns mal eine Heiltraube. Und die FP können wir uns mal sparen. Weil wir kriegen sowieso gleich ein Level up, ne? So, gehen wir mal oben rum. Auch wenn ich glaube, dass oben rum der richtige Weg ist. Und man geht ja altbekannten nie zuerst den richtigen Weg. Aber mal gucken. Vielleicht denkt das Spiel ja auch, dass ich denke, dass das der richtige Weg ist. Und deswegen, ja, haben sie den richtigen Weg unten hingelegt. Aber jetzt habe ich jetzt natürlich erkannt, dass oben natürlich nicht der richtige Weg ist. Deswegen gehe ich jetzt oben lang. Ja, weil es einfach nicht der richtige Weg ist. So, stirbst du bitte? Okay, dann nicht. Also ohne Boosts geht sie echt nicht weiter, oder? Das ist schon echt heftig. Also, ich habe das Gefühl, ohne einen Boost kann man hier wohl nicht ganz so gut schnell kämpfen. Und da ist eine Fliege, die stalkt mich die ganze Zeit. What the fuck, was ist los mit dir? Okay. Ist das da unten der Schatz? Also, wir sind auf jeden Fall da. Ich wusste, da habe ich einfach mal das Spiel predicted hier. Tja, nicht mit mir, Leute, nicht mit mir. Jeder andere ist wahrscheinlich unten umgegangen und hat gedacht, nein, das ist richtig. Aber nein, ich war einfach nur korrekt. So, ich sehe nur momentan irgendwie keinen Grund, den Dolch zu nehmen. Irgendwie
Ist man schneller, wenn man den Dolch hernimmt oder so? Ich habe wirklich absolut keine Ahnung. Okay, gehen wir mal auf den Boost mit dem Dolch. Vielleicht macht ein... Ach so! Ein Dolch macht Giftschaden oder so, oder? Ich glaube schon. Laufbahnpunkte, LBP. Ihr könnt jetzt neue Fähigkeiten erlernen. Aha, aha, aha. Okay, also ein Skilltree quasi. Okay, Skills sind cool. Gut, dann... Fuck, mein Wasser ist leer. Oh nein, oh nein. Jetzt fängt das Gelispel an, Freunde. Oh nein. Mein trockener Mund. Ich bin richtig... thirsty. Er lernt unterschiedlichste Fähigkeiten, um im Kampf die Oberhand zu behalten. Ja, ja, könnte ja. Okay, also ganz normale Fähigkeiten. Ach so. Okay. GP-Dieb. Sticht beim Dolchangriff vom Gegner zweimal zu, der zugefügte Schaden regeneriert. Das ist nice. Fledermausfesseln verringert die Stärke des physischen Angriffs. Das ist, okay. Verringert die physische Verteidigung. Mhm. 5% zugefügten Schaden regeneriert die FP. FP teilen. Okay, also wir nehmen GP-Dieb auf jeden Fall. So, und jetzt haben wir nichts mehr. Aber, das sah echt gut aus, weil... Naja, wenn da bald irgendwann mal ein Bosskampf kommt. Hallo? Wie geht's? Wenn ihr etwas braucht, sagt es nur. Ah! Ich glaube, davon ist ein Boss. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube. So. Okay, und die haben nicht unendlich viel Inventory. Gut zu wissen, wie viel Cash haben wir? 4000, okay. FP, GP und... ja, das bringt uns natürlich jetzt weniger, wenn wir alleine sind. Also ich kaufe auf jeden Fall die drei Heiltrauben. Okay. Ach so, das ist mein Besitz. Okay, der hat doch unendlich. Dann nehmen wir mal 10 mit. Und anregende Pflaume nehmen wir mal 6 mit, damit wir... Okay. Viel ausgegeben, aber... Was? Lol, es gibt so viele Speicherplätze. Okay, krass. Dann speichern wir mal. Gut, gehen wir mal nochmal nach links. okay. Cool, cool. Verwirrung, Staubflasche. Okay. So, also die Atmosphäre ist auf jeden Fall sehr nice. Oh. This is the beginning of your act. Ja, ja. Ist in Ordnung. So. Also Fearing, glaube ich, heißt er. Ich habe mir den Namen noch nicht ganz gemerkt. Ich musste auch, muss ich zugeben, als ich den ersten Part hochgeladen habe, musste ich etwas googeln, wie der Typ heißt. ja, Fearing steht da oben rechts. Okay, Eisgranate. Shit. Aber, das war nicht so cool, weil ich konnte mir das Video natürlich nicht ansehen, weil das war gerade beim Rendern und dann war das ein bisschen uncool. Und ich muss auf jeden Fall das Thumbnail noch mal einmal schön machen, weil ich war ziemlich in Eile. Und es ist schon ganz in Ordnung, aber es sind noch ein paar Makel drin. Also wundert euch nicht, wenn irgendwie die Thumbnails vielleicht ein bisschen sich ändern. Das ist jetzt eine Wahrheitskugel. Also so eine... Ja, wie heißt so ein Ding? So von einer Wahrsagerin halt so eine Kugel. Eine Wahrsagerkugel. Sag mir die Zukunft, Dude. Sag mir die Zukunft. Okay. Aber das wird doch jetzt nicht der krasse Schatz sein, oder? Ja, wir werden sehen. Jetzt berührst du ihn und dann verschmilzt du. Und dann... Wow. The jewel before you is worth more than your mind could hope to fathom. Okay. Nani! Your inability to discern as much is disconcerting, to say the least. Who the hell are you? Ich war gerade nur... Moment. Ich war gerade nur ein bisschen erschreckt, weil ich dachte, dass das Aufnahmeprogramm nicht lief. Aber ist alles in Ordnung. Okay. Ich wollte nicht die Stimmung killen. Habe ich jetzt damit gemacht. Sorry. Wer zum Teufel seid ihr? Not just anyone can sneak up on me like that. I should be the one asking you that question.
Not just anyone could have made it this far into the manor, after all. Also schwer war es jetzt auch nicht. You won't get answers by stroking my ego. I meant it as nothing but genuine praise. Okay. Allow me to congratulate you on being the first thief to make it here. You say it as if you wanted this to happen. Just so. We tightened security for that very purpose. Okay, es war ein Test. We figured no thief worth his salt would be able to turn down such a challenge. Go on. To this end, we even asked the barkeep for help. His job? Find promising thieves and spin tales about this manor. Okay. Alles geplant. You tricked thieves into trying to rob this place. Think of it more as appealing to their inner nature. So ein Drecksack. Aber wieso? The great treasure of Ravus Manor, guarded by a veritable army. What thief could pass up such glory, such riches? We had such high hopes, but were constantly met with disappointment. But finally, one has proven himself worthy. I should have seen this coming. And yet you did not, and I find myself most grateful for your lack of foresight. Okay. So what's your angle? Wo ist der Haken? Da hat er recht, der Fibian. Was ist los? I need not explain that to you. Allow me to introduce myself. My name is Heathcote. I am a butler in the service of House Ravus. Okay, nur ein Diener. Nicht der Herr Ravus selbst. You expect me to believe an ordinary butler snuck up on me? Okay. Uiuiui. Anyway, who you are won't matter once I'm out of here. Now, if you'll excuse me. Oh, whoa, 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 whoa. I assure you, you won't be going anywhere anytime soon. Ja, du hättest ja wenigstens einen Schatz mitnehmen können, Figurin. Uh-oh. Let's get this over. Ja, natürlich ist er überdimensional, weil er der Endboss ist. Ja, klar. Oh mein Gott, okay. Ja, wir versuchen es mal. Ich glaube, dass es ziemlich hart unschön wird, aber ich gebe mal mein Bestes, okay. Vielleicht müssen wir auch verlieren. Ich weiß es nicht. So, wir gehen jetzt schon mal hier auf 2, damit hier er sein Schild verliert, der Ravus-Waffe. Dann fällt der schon mal weg, die nächsten 2 Runden. Okay. Okay. Wir holen uns jetzt ein paar GP wieder zurück. Alter, das ist halt gut. Das heißt sehr. Okay, okay. Der macht uns nichts. Nothing. Der ist groß, ja. Der spuckt viele Töne. What? Was? Och nö. Och Leute. So. Dann nochmal auf dich. Der ist immer noch nicht down. Alter, okay. Ich glaube, ich habe das Gefühl, der Kampf, der wird ein bisschen länger dauern. Du musst jetzt sterben. Nice, okay. Alles klar, ist tot. So, jetzt ist er in seiner schwachen Phase, schätze ich mal. Also können wir ja jetzt einfach mal Full Offense. Okay, es macht nicht mehr Damage. Ich habe gedacht, es macht mehr Damage. Okay, wir sind ausgewichen. Nice, okay, okay. Das wird schon, das wird schon. Einen Basallen. Nice. Okay, never mind. Das wird. Was hüpft leicht für sich, als wäre euren Problem, es auszuweichen? Hey, jetzt beruhig dich mal. Joa.
Och nö, ach Leute. Mach doch nicht diese. Sag doch die Jugend von heute, oder? Ah, nice, er ist down. Okay, okay. Oh, Mann, und er macht einfach weiter. Er hat einfach Bock. So. The time has come. Whoa! Und er ist down. Nice. Okay. Hat ja nur lockere 10 Minuten gedauert. Okay. Mal sehen, was passiert. So, you can hold your own in battle as well. Yes. It seems I underestimated you. So it seems. That makes two of us. Was that a part of your butler training? I see you still have some reservations about my true profession. Though I'm sure my victory here lends my words no credit. Your victory? What in the... Any thief worth his salt should recognize that band. The mark of a convict. The fool's bangle, as some call it. Hab ich oder hat er ihn jetzt? Also Firin oder Heathcote? Undeniable proof of a thief's humiliating blunder. Get this off of me! Ah, er hat... Okay, okay. I do not take my orders from you. Oh, das ist ein richtiges Arschloch. I've attached it to your arm for a reason. If anyone is to see it, they shall know of your failure here today. Why, you? However, I imagine your pride will not permit you to be seen with it. And that makes it perfect leverage for negotiations. Ja, das glaube ich auch. Dass Firin da ein bisschen zu stolz für ist. You may have broken into my home, but for now, I will overlook your transgressions. Oh, great. More company. Pardon my belated introduction. Hau raus. My name is Cordelia Ravis, and I am the lady of the house. Ja. Ich dachte eher, dass... Ich dachte eher, dass sie so der Endboss sein wird, aber in Ordnung. Also halt... Der Herr oder Frau Rabus. The treasure you are after is a family heirloom known as the Dragonstones. You don't say. The Dragonstones have been in my family for generations. Wait, Dragonstones? I see one. Yes, once there were more. But the stones were stolen during the chaos following my parents' passing. Ja, genau. Fortunately, Heathcote was able to recover the sapphire stone. Und wir müssen die anderen drei stehlen, damit wir dieses Ding abbekommen. Am I right? What touching devotion. Is this the part where I move to tears? Ach, Firin. Perhaps, once you understand your place in this story. If you collect the three remaining stones, we shall remove the band from yes. Yes. War klar, war klar. So, this was your plan all along. Okay. Yes, but please understand. I had no choice. Doch! Well, aren't you too clever? Setting a thief to catch a thief. Er hätte auch einen engagieren können oder so. What the fuck? Don't thieves often say... The ensnared has only himself to blame. Der Dean ist auch ein Dieb. Yeah, safe. They do. For a butler, you sure know a lot about thieves, old man. Hmm.
I dare not bore you with my story when there are more pressing matters at hand. Ach komm, Heathcote. Will you undertake Miss Ravis's mission, young thief, if you refuse? I'll do the job. Excellent. Then I pray your journey will be a successful one. Oh boy. Yo. Nice. Oh, you're back. Hey, Arschloch. A tale to tell, too. I'll trade it for a drink. Afraid I don't deal in that currency. Listen, I just came from Ravis Manor. Had a lovely chat with a fellow named Heathcote. Maybe you know him. I did warn you not to go there. So, was it everything you expected it to be? All that more, and now I'm awfully thirsty. I might need two drinks to get this bad taste out of my mouth. Absolut verständlich, liebe Freunde, absolut verständlich. Coming right up. Wer würde es nicht so tun? Wer würde es nicht so tun? So, also. Leute, es war ja gegen Ende hin wieder ein bisschen richtig düster. Ein bisschen richtig sogar, ja, ja. Ihr habt mich gehört. Also, meine lieben Freunde, ich gehe jetzt ins Bett. War ein anstrengender Tag. Ich wünsche euch einen wunderschönen, wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, ich krieg's heute noch hochgeladen, aber ich denke schon. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Octopath Traveler ist interessant. Mal gucken, ob wir die 3 Sterne bekommen. Und was für interessante Menschen wir noch auf dieser Reise kennenlernen werden. Also, man sieht sich.